Ja, dann ein ganz herzliches Willkommen zum heutigen Finanztalk. Ich freue mich wie immer riesig, die wunderbaren Experten heute auch wieder vollständig trotz demoliertem Arm und trotz auch ja, Genesungsweg, der zum Glück steil vorangeht, heute zu begrüßen und stelle euch wie immer kurz unsere wundervollen Finanzexperten hier vor, allen voran. Ich höre mich gerade doppelt, irgendwer teilt uns gerade und hört uns. Allen voran, die liebe Annette. Annette ist, Dani, du hast nur an uns Diskussionsteilnehmer gerade geschrieben. Du musst noch an die anderen Teilnehmer schreiben, sonst sehen es nur wir fünf hier. Aber danke, habe ich. Liebe Annette Weiß, die sich das Thema der Finanzbildung auf die Fahnen geschrieben hat und die ganz, ganz vielen Menschen dabei hilft, sowohl Finanzen zu bilden, als sich auch im Thema der Finanzen zu bilden. Und das in verschiedenen Bereichen. Ganz bald kommt auch ein wunderbares Buch von Annette heraus, bei dem es darum geht, dass du als Mensch immer und selber dafür verantwortlich bist, zuallererst mal zu rechnen und deine Zahlen zu kennen, bevor du dann finanzmathematisch kluge Entscheidungen treffen kannst, die dein zukünftiges Leben betreffen. Ja. Ganz kurz vor knapp, wir werden dazu noch mehr hören in den nächsten Wochen, aber ich freue mich sehr, dass du dabei bist und begrüße dich ganz herzlich, liebe Annette. Dann haben wir wieder die zauberhafte Dani Pato mit dabei. Dani bloggt unter Geldfrau, ist Wirtschaftsjournalistin, ist auch Money Coach, unterstützt ihre Kunden auch dabei, herauszufinden, wie man besser und mehr Geld sparen kann und daraus auch ein schnelleren Vermögen bilden kann. Und auch da geht es immer um die Eigenverantwortung, darum, dass Dani nicht sagt, ich sag dir, was du machen musst, sondern ich sag dir, wie du selber herausfinden kannst, was du zu tun hast, um finanziell auf bessere Beine zu kommen. Genau. Und auch an dich ein ganz herzliches Willkommen, liebe Dani. Ja. Hallo. Hallo. Dann unsere beiden Männer im Bunde. Wir sind ja, da ich immer das Alphabet durchgehe, ist der Nächste, den ich vorstelle, immer der Luis. Hallo, lieber Luis. Guten Abend. Und der liebe Luis ist unser absoluter Experte, was alles im Bereich der Hochdividendenwerte angeht. Hat dazu den Blog im deutschsprachigen Raum und mit seinem Buch, in dem er über die wunderbaren REITs oder REITs über die Real Estate Investment Trusts schreibt, auch nochmal beleuchtet, wie man das Ganze im Immobilienbereich abbilden kann. Also auch ein absoluter Top-Experte und ich freue mich natürlich wie immer auch sehr, dass du mit dabei bist. Die Freude ist ganz meinerseits. Und dann haben wir noch den wunderbaren Vincent mit dabei, der heute sogar mit demnächst zu operierender Hand sich hier uns vor dem Bildschirm geschleppt hat. Hervorragend, vielen Dank, dass du dabei bist. Vincent ist selber auch schon ganz, ganz lange im Bereich der Finanzen aktiv, hat den Blog Freaky Finance und berichtet dort darüber, wie sich ansehnlich sein Finanzvermögen und seine Dividendenerträge von Monat zu Monat steigern, hat auch ein spannendes Buch über Peer-to-Peer-Kredite letztens herausgebracht, also auch da ganz weit vorne. Und der Peter fragt, ob es eine Aufzeichnung gibt. Ja, sowohl auf Facebook als auch auf YouTube wirst du eine Aufzeichnung finden, falls du jetzt nicht mit dabei sein kannst, aber wir freuen uns natürlich, wenn du mit dabei bist. Ja, wir haben uns heute das spannende Thema, erstmal schön, dass du da bist, Vincent, das habe ich jetzt meinen letzten Satz quasi gerade abgebrochen. Wunderbar, dass wir dich auch heute wieder hier mit uns dabei haben. Und wir haben uns heute überlegt, dass wir mit euch darüber sprechen wollen, ob Einzelaktien oder Fonds wohl die bessere Alternative zum Anlegen sind. Und während bei Fonds ich selber und auch viele meiner Kollegen ja gerne auf das Thema ETFs setzen, kenne ich auch viele Menschen, die sagen, ETFs sind eigentlich dummes Geld für Leute, die keine Ahnung haben. Denn wer Ahnung hat, der geht lieber auf die Outperformer und geht in Einzelaktien. Und ich glaube, das ist ein spannendes Thema, über das wir heute einmal sprechen können und wo auch eure Meinung sehr interessiert. Ihr könnt sehr, sehr gerne hier im Zoom oder auch auf Facebook, da können wir es später auch noch beantworten, eure Fragen in den Chat stellen. Und wenn ihr hier in Zoom in den Chat schreibt, dann bitte ich euch zu beachten, dass ihr auswählen könnt, ob ihr an alle Diskussionsteilnehmer schreibt, dann sehen wir fünf das hier. Oder ob ihr den anderen blauen Haken so wählt, dass auch alle Diskussionsteilnehmer und Gesprächsteilnehmer eure Frage sehen können. Weil dann quasi nicht nur wir fünf, sondern auch alle anderen, die mit dabei sind, die Fragen sehen können. Und die jetzt schon reinschreiben,
Da mag ich schon sagen, wir machen es meistens so, dass wir erstmal so 30 Minuten Meinungen austauschen und in den zweiten 30 Minuten dann auf alle Fragen eingehen. Also nicht wundern, wenn wir hier erstmal so ein bisschen grundsätzlich loslegen. Und ich gebe jetzt einfach mal rein. Und ich weiß ja, dass meine Kolleginnen beide auch Fonds ein spannendes Anlageinstrument finden. Was spricht denn aus eurer Sicht gegen Fonds und für Einzeltitel? Hast du das jetzt, weil du jetzt gerade die Kolleginnen ansprachst? Die Kolleginnen seid ja ihr beide. Habe ich jetzt gesagt, ich warte jetzt mal. Ich auch. Annette, leg gern vor. Gut, also, nein, was spricht gegen Aktien? Gegen Fonds. Gegen Fonds? Gegen Fonds, ne? War doch die Frage. Ach so, was gegen Fonds spricht. Genau, ihr seid ja eigentlich beide pro Fonds, aber was könnte es für Gründe geben, denn vielleicht auch mal Einzeltitel zu Naja, also gegen Fonds und explizit gegen ETFs spricht natürlich, dass du keine Stimmrechte in keiner Art und Weise, du hast keine Macht, keine Einflussnahme. Ja? Das hast du natürlich bei einer Aktie schon. Das ist eine ganz andere Geschichte. Also mit einem ETF bei einer Deutschen Bank Hauptversammlung aufzustehen, zu sagen, Entschuldigung, ich habe ein ETF, da ist eine Deutsche Bank Aktie drin. Nee, ich komme ja gar nicht erst dahin. Das geht mit einer Einzelaktie mal auf jeden Fall. Ansonsten, wofür Aktien, also was gegen Fonds spricht, ja, ich kann auch mit Fonds spekulieren, aber es macht natürlich deutlich weniger Spaß als mit Einzeltiteln. Muss man jetzt einfach mal sagen. Ja, und ich kann höher, schneller, weiter springen mit Aktien, als ich es mit Fonds kann. So, das wäre jetzt mal so mein erster Punkt, der eigentlich theoretisch gegen Fonds spricht. Mhm. Ja, da mache ich gleich weiter. Mhm. In der Tat, also gegen ETFs spricht, dass es eigentlich kaum ein Zockerelement hat oder man nicht, wie zum Beispiel bei einem, kurz nach einem IPO, also nach einem Börsengang, man darauf spekuliert, dass tatsächlich der Kurs innerhalb kürzester Zeit, was weiß ich, um 50-100% springt. Das wird dir mit ETFs so jetzt nicht passieren. Höchstens im Crash, dann geht es abwärts, dann geht es schon mal so schnell, aber nicht nach oben. Also das Element fällt, glaube ich, komplett weg. Aber was gegen ETFs, und wir sprechen ja über ETFs, was in der Tat gegen ETFs spricht, ist, dass du nicht gezielt zum Beispiel in nachhaltige Unternehmen investieren kannst oder in die Unternehmen investieren kannst, die du persönlich gut findest, warum auch immer. Muss ja jetzt nicht nachhaltig sein oder was anderes, kann ja auch andere Kriterien sein. Aber ich gehe mal auf den Nachhaltigkeitsaspekt. Wenn du in ETFs investierst, zwar auch in nachhaltige ETFs, hast du trotzdem zum Beispiel eine Nestlé drin, weil bestimmte Kriterien dann eben auch gelten für ein vermeintlich nachhaltiges Investment, was aber letzten Endes nach deinen eigenen Kriterien wahrscheinlich gar kein nachhaltiges Investment ist. Das ist ein großer Nachteil von ETFs, in der Tat. Und gleichzeitig auch, dass du natürlich, wenn du so breit gefächerst wie in ETFs, in was weiß ich, 1000 Unternehmen investierst damit und die im Grunde ja dadurch, dass die Aktien gekauft werden, diese Aktienkurse damit die Unternehmen stützt du auch Unternehmen, die du vielleicht generell nicht gut findest, aber sie einfach im Index sind und du sie nicht ausklamüsern kannst. Also wenn du da in dem Punkt mehr Kontrolle haben möchtest, kommst du eigentlich um Einzelaktieninvestments nicht drum herum. Das wären so meine beiden Punkte, wo ich sage, das spricht, könnte gegen ETFs sprechen. Das könnte. Könnte. Ein Konjunktiv. Louis, was meinst du denn? Was könnte für oder gegen ETFs sprechen? Also in einem Punkt gehe ich hier natürlich ganz konform mit Annette. Also zum Beispiel Brauereiaktien würde ich niemals über einen Fonds halten, sondern immer direkt, sonst werde ich ja nicht auf die Hauptversammlung eingeladen, ist ganz klar. Da brauchen wir doch nicht drüber diskutieren. Ansonsten, ja, es stimmt. Also der wesentliche Nachteil, in Anführungsstrichen, ist, sagen wir schon, so die spielerische Komponente. Und da ist natürlich ein Fonds so ein bisschen was Seelenloses, ja, und atmet jetzt nicht. Ja, diese unternehmerische Dimension, ja, sowohl
im Glück als auch in der Tragik, wenn es nach oben und nach unten geht, sondern das ist eben so ein abstraktes Vehikel, ja, also einfach eine Verpackung. Und wer halt schon irgendwo nah dran sein will am Puls, der kommt natürlich nicht umhin, sich da auch mal Einzeltitel ins Depot zu legen. Wer allerdings natürlich auf diese spielerische Komponente keinen Wert legt oder sich dagegen immunisieren will, für den sind natürlich Fonds oder ETFs besser. Man kann natürlich auch, hatte ich an einer der letzten Sendungen auch gesagt, das ein Stück weit trennen, dass man eben so ein kleines Einzelwertdepot macht oder ein Einzelwertdepot und ein Fondsdepot, dass man eben ein Zockerdepot oder ein Direktpartizipationsdepot hat und dann eben ein Fondsdepot. Also man kann ja durchaus beides miteinander verbinden, wenn man zum Beispiel weiß, dass man eine Spielernatur ist, aber sich gleichzeitig scheut, alles zu verzocken, zum Selbstdisziplinieren eben zwei separate Depots anlegen. Ne? Ansonsten, ja, diese Nachhaltigkeitskomponente, weiß ich nicht, da gibt es ja mittlerweile im Fondsuniversum so viel von Nachhaltigkeit über, keine Ahnung, feministische Unternehmen, über Sündenfonds, ja, wo dann wirklich nur Rüstung, Drogen, Erotik und, was habe ich vergessen, Glücksspiel. Genau, ja, also, ich glaube, wenn man da lange... Adult Entertainment hast du noch vergessen. Ja, das habe ich jetzt unter Erotik mal subsumiert. Okay. Ja, aber also ich glaube, mittlerweile gibt es ja nichts, was nicht gibt. Und ich meine neulich gehört zu haben, ich weiß nicht, bei wem es war im Podcast, aber da wurde gesagt, dass es ja doppelt so viel Fonds allein in Deutschland gibt, wie es war es in Deutschland oder in den USA, genau, in den USA, doppelt so viel Fonds, wie es Einzelaktien gibt, ja. Also da findet man schon, glaube ich, so jedem Tierchen so sein Pläsierchen. Ne? Ja, außer das, was du wirklich suchst. Das findest du natürlich dann mit. So. Ja, das ist manches ist ja auch sehr zweifelhaft. Naja, gut. Ja, klar. Vincent, wie ist denn deine Meinung? Ich habe jetzt gerade den armen Vincent mal stumm geschaltet, weil sein Audio irgendwie geknattert hat. Aber wir wollen natürlich auch, dass du was dazu sagst. Ich glaube, es knattert nicht mehr meine Leitung. Überlastet. Also ich oder der Free guckt ja immer auf die Kosten und Fonds, speziell klassische Fonds sind natürlich viel teurer als Einzelaktien und auch ETFs kosten am Ende irgendwie noch eine Gebühr, während eine Einzelaktie natürlich im Kauf einmalig Kaufgebühren verursacht, aber die sind ja verschwindend gering im Gegensatz zu ETF oder laufenden Fondskosten über eine Laufzeit oder Haltedauer von zig Jahren. Da summiert sich ja doch einiges zusammen. Und das ist natürlich bei einem großen Depot schon, kann das auch ein Faktor sein, der ins Gewicht fällt, wenn man da ein paar hundert Euro Gebühren pro ETF oder Fonds im Jahr anhäuft, die man sich mit Einzelaktien durchaus sparen kann. Was würdet ihr denn sagen? Also, du hast ja schon gesagt, Kosten sind ein wichtiges Thema und die anderen haben gesagt, Einflussnahme kann ich nicht so direkt ausüben, wenn ich in einem Fonds drin bin. Gibt es denn, wenn man jetzt mal so aus Anlegerbrille guckt, für die verschiedenen Investitionsvolumina und für die verschiedenen Risikoklassen etwas, wo man sagt, okay, an diesem Punkt ist aus meiner Sicht eigentlich für dich nur eine Wahl sinnvoll? Oder sagt ihr, egal an welchem Punkt der Klaviatur man steht, in Bezug auf mein Investitionsvolumen und in Bezug auf mein Risiko, man findet für jedes den richtigen Fonds oder die richtige Einzelaktie? Ich habe mich nicht Kann so ich noch was zu diesem, oder? Ich wollte noch ganz kurz noch mal einhaken zu dem Thema die Hauptversammlung und so. Das ist natürlich schön, wenn man da sein Bierchen kriegt oder seine Erbsensuppe oder irgendwo da, wo sie sich um die Würstchen kloppen. Das ist ganz nice, aber wer geht da hin und hat wirklich Stimmgewalt? Klar, du kannst aufstehen, Fragen stellen, Diskussionen anregen, aber am Ende sind wir Kleinanleger und ich glaube, das fällt nicht wirklich ins Gewicht, ob du da hingehst oder nicht, da lachen die Großen dann drüber. Ne? Also klar, das ist ein berechtigtes Argument, aber am Ende wirklich ins Gewicht fallen tut es, glaube ich, nicht bei der Größe, die wir da in die Waagschale werfen können als Kleinanleger. Ich glaube, da geht es auch ein bisschen das mehr um... Das ist eher so symbolisches. Ja, es geht ein bisschen um den Unterhaltungsfaktor und denke ich mal auch, um überhaupt genau, klar. eine Atmosphäre oder ein Gefühl dafür zu bekommen, wie funktioniert überhaupt so eine Hauptversammlung, was ist das für ein Gremium,
Ich meine, das hat ja auch einen gewissen Lerneffekt. Auf jeden Fall, das ist natürlich interessant und gerade auch deine Bierstrategie kann ich natürlich vollkommen verstehen, aber wenn wir jetzt rein um die Wirksamkeit reden, was können wir da an Gewicht oder an Stimme reinbringen als Kleinanleger, ist das, glaube ich, zu vernachlässigen. Ja, du wirst nichts ändern können, aber Krawall machen kann man, wenn man will. Also, das geht schon, ne? Also, ja. Dann würde ich ins Mikrofon lassen. Ja. Ja. Aber wenn, wie Luis schon sagt, so dieses emotionale, das hat so ein bisschen was von Fußballverein. Ich weiß auch bis heute, warum es BVB-Aktien gibt, aber egal. Dieses Mitfiebern mit meinen Unternehmen, so diese Geschichten. Ich glaube, das ist durchaus ein Aspekt, der, wenn auch nicht unbedingt hochgradig vernünftig, aber den man trotzdem mit unter den Teppich kehren darf. Weil wenn das Seelenlose einen einfach nicht befriedigt und man fängt dann an zu zocken, dann auch im seelenlosen Bereich oder man macht, das ist einfach nicht gut. Dann lieber befriedigen in einem Maß, das tolerierbar ist und von mir aus dann halt auch auf die Hauptversammlungen gehen und dann dabei sein können. Ja? Weil das ist schon schön, muss ich jetzt auch so für mich zugeben. So. Finde ich schon nett mit Einzelaktien auch. Mir ist auch noch ein Punkt eingefallen, also zumindest was ETFs angeht, weil Eva ja gesagt hat, was kann dagegen sprechen? Und jetzt ist mir aus meinem eigenen Bereich, da ich ja sehr viel in Nischen unterwegs bin, ist es tatsächlich so, ein ETF, um das nochmal aufzunehmen, ist ja letztendlich nichts anderes als eine Verpackung, wo eben einfach ein Index abgebildet wird. Das heißt, der ETF selber ist ja jetzt in dem Sinne gar nicht gut oder schlecht, sondern bildet ja letztendlich passiv einen Index ab. Und es gibt natürlich auch Bereiche, wo es eben einfach schlecht konstruierte Indizes gibt. Ja, dann sind wir an einem Punkt, zum Beispiel, da fällt mir jetzt gerade ein, zum Beispiel eine Nische, in der ich auch viel in mir selber persönlich investiere, sind halt Preferred Shares, also kanadische, US-amerikanische Vorzugsaktien. Und die bilde ich ausschließlich über Direktinvestments beispielsweise ab, weil ich eben tatsächlich für die Bedürfnisse oder für mein Rendite-Risikoprofil dort keine vernünftigen Indizes finde und auch keine vernünftigen aktiven Fonds, die genau das abbilden, was ich haben möchte. Und das ist dann auch so eine Nische, wo ich sage, okay, das ist so ein Bereich, da muss ich letztendlich sogar, wenn ich bestimmte Vorgaben habe, über Einzeltitel gehen. Genau. Würde ich jetzt nicht so als typischen Anlageanfänger bezeichnen, Luis, sondern durchaus schon der fortgeschrittenen Riege der Anleger oder der ganz fortgeschrittenen Riege auch zuordnen. Du hast gerade gesagt, das entspricht deinem persönlichen, ich habe jetzt gerade das wunderbare Fachwort nicht mehr im Kopf, wie du es genannt hast. Rendite-Risikoprofil. Genau, das war es, deinem Rendite-Risikoprofil nicht. Du findest dann nicht das Richtige. Ja. Was würdest du, oder ja, wahrscheinlich gibt es den durchschnittlichen Anleger mit dem durchschnittlichen Rendite-Risikoprofil nicht, aber ab welchem Punkt eines Rendite-Risikoprofils empfiehlt ihr denn eine Anlage in Einzeltitel und ab welchem Punkt sagt man, okay, mein Wissen ist noch nicht groß genug, deswegen überlasse ich die Diversifizierung einem möglichst intelligenten Index? Das hat damit nicht unbedingt was zu tun. Also um einfach jetzt mal, um das Beispiel weiter fortzuführen, um das klarzumachen, was ich damit meine, ist, in diesem Bereich der Preferred Shares beispielsweise gibt es ja einige Indizes, aber bedingt durch die Regeln zur Komposition dieses Index sind die immer extrem bankenlastig und extrem finanzlastig. Und wenn ich eben für mich sage, dass ich möchte eben gerade nicht diesen Sektor abgebildet haben über sehr banklastige Titel, sondern über andere, ja, die eben nicht direkt über den Finanzsektor beeinflusst sind, weil der eben selber höchst volatil ist, also sehr schwankungsanfällig, ja, oder meinetwegen auf etwas wackeligen Beinen bisweilen, dann ist das eben ein schlechtes Investment, weil es eben nicht das trifft, was ich haben möchte. Und das ist dann keine Frage der Gesamtsumme, die ich investieren möchte, sondern dann tatsächlich eine Frage der Ausrichtung. Ja? Also ist ja genauso wie, wenn jemand sagt, hatte ich glaube ich jetzt neulich auch in der Gruppe, der gesagt hat, nee, er möchte ausschließlich, gibt es nicht irgendeine Anlage,
wo Verluste ausgeschlossen sind und wo es kontinuierlich nach oben geht, dann sage ich, naja gut, 0,1% mit Tagesgeld pro Jahr. Ne? Das ist dann eben eine logische Konsequenz. Ja? Und so ist dann eben auch, wenn du eben für dich bestimmte Vorgaben hast, dass dann eben bestimmte Sachen rausfallen. Das können eben dann auch mal Fonds oder ETFs sein in einem bestimmten Bereich. Und Luis, wie du so schön gerade in deinem Blogartikel gesagt hast, das Tagesgeld ist so sicher ja vielleicht auch gar nicht. Dann gehst du vielleicht mal lieber zu einer Staatsanleihe höchster Bonität und sagst, ich leihe das Geld mal nicht der Bank, sondern lieber irgendeinem Staat, der im Zweifel noch ein bisschen weniger schnell pleite geht als die Bank. Genau. Weniger schnell pleite geht, das ist dann das Geheimnis. Oder ein Unternehmen geht ja auch. Du hast aber jetzt gerade nur nominal gesprochen, ne? Wenn du die Inflation dazu nimmst, geht es relativ gesehen, beziehungsweise real gesehen, bergab. Lisa hat auch nominal argumentiert. Also hat auch okay. Nominal. Ich wollte es nochmal andeuten. Ja, absolut richtig, absolut richtig. Okay, also Eva, du willst wahrscheinlich irgendwelche Zahlen hören. Ich glaube, du wirst von uns keine Zahlen dazu kriegen, zu deiner Frage. Also Luis hat das ja... Luis hat es ja schon angedeutet. Also ich würde auch nicht sagen, also ab dem und dem Vermögen, ab 150.000 Euro oder 100.000 Euro, dann geh jetzt bitte in Einzelaktien. Das wäre nie eine Empfehlung. Also never ever, weil um in Einzelaktien zu investieren und wissend in Einzelaktien zu investieren, jetzt mal fernab von Spielereien oder Zockereien, was ja auch völlig legitim ist, kann man das so nicht sagen. Und man braucht einfach auch einen bestimmten Wissensstandard. Also man muss auch wirklich viel wissen, um bewusst und richtig und unemotional, meiner Meinung nach unemotional, in Aktien zu investieren für ein Langfrist-Investment, um zum Vermögensaufbau. Es ist ja vorhin schon mal so ein bisschen mein Unternehmen angeklungen, widersprecht mir da gerne. Das kann man vielleicht in seinem Spieldepot haben, finde ich, aber wenn ich tatsächlich Vermögen aufbauen will, würde ich das nicht auf meine Aktien, also auf Unternehmen fokussieren, mit denen ich emotional verbunden bin, 3, 4, sondern eben, wo ich die Dinge finde, die ich wichtig finde, ne? Performance, Langfristigkeit, Innovationskraft, möglichst niedrigen Schuldenlevel, all diese Dinge. Und natürlich, dass ich die Produkte auch okay finde. Also ich muss sie ja nicht lieben, aber okay finde, ne? Und nicht schädigend für die Welt. Das hört sich jetzt aber schon so ein bisschen wie der Value-Investment-Ansatz von Warren Buffett an, oder? Der geht in den eigenen Kompetenzkreis, der guckt sich die Unternehmenszahlen an, schaut das. Natürlich. Anders, also ich finde, anders kann man nicht in Einzelaktien investieren. Wenn du einfach in Einzelaktien investierst und sagst, ja, das sieht toll aus und der Kurs steigt irgendwie, ja, dann gehe ich mal mit. Dann würde ich sagen, dann stimmt was mit deinem Risiko, dann hast du irgendwie dein Risiko gar nicht daneben gestellt und dann hast du dir auch nicht über die Langfristigkeit Gedanken gemacht und dann, da finde ich, muss schon ein bisschen mehr dahinter kommen. Und deswegen ist das bei ETFs dann eben schon eine andere Sache, weil du eben so ganz viele Risiken da ausschalten kannst oder zumindest extrem minimieren kannst. Und deshalb ist für mich eigentlich der Einstieg, also ETFs sind ein super Einstieg zum Investieren, weil dann beschäftigst du dich automatisch mit dem Markt, mit den Märkten, mit Aktien, mit der Wirtschaft und dann kommst du so langsam drauf. Und dann irgendwann, glaube ich, kommt vielleicht auch die Lust, in ein Einzelunternehmen zu investieren. Und dann liegt es an dir, wie viel Zeit du bereit bist, wie viel Geld du bereit bist reinzustecken, um dir das Wissen ranzuschaffen und dann tatsächlich bewusst und wissend zu investieren. Weil bei den Aktien droht tatsächlich ja der Totalverlust im Zweifel, bei ETFs nicht. Annette, komm, du siehst aus, als wolltest du auf jeden Fall was dagegen halten, wenn ich dein Gesicht so richtig deute. also da kannst du selbstverständlich ist auch bei ETFs nach Adam Riese und ist selbstverständlich auch dort ein Totalverlustrisiko einfach da. Überall, wo Aktien draufstehen, von vornherein, wir dürfen es nicht anders sagen, weil wir machen uns, das ist uns fahrlässig. Aber nicht auf den großen Indizes, weil der DAX, ein ETF auf den DAX. Selbst da dürfen wir es nicht sagen. Okay, vielleicht dürfen wir es nicht sagen, aber de facto ist es ja so. Geld könnte sich ja morgen rückwärts drehen und stell dir mal vor, was das dann haftungstechnisch bedeutet, wenn du nicht gesagt hast, dass auch ein ETF komplett pleite gehen kann. Also das sowas,
was ich denke, es ist durchaus möglich, auch eine strategische Vermögensplan. Family Offices machen das den ganzen Tag. Ja? Mit Reihen, mit Einzeltiteln zu bauen. Ja? Ich denke, das wird man heute selten machen. Man wird heute hingehen und wird die großen, also dieses Grundsatzinvestment, deckt man über vielleicht mal ein MSCI World oder was weiß ich was ab und packt dann da dazu, was in zu einem Vermögensaufbau dann halt eben auch unten drunter antreibt. Ja? Da muss man natürlich beachten, okay, habe ich ein Klumpenrisiko, dass ich mir jetzt an nicht hingehe und kaufe mir dann idiotischerweise die gleichen Aktien, ja, die ich sowieso schon in meinem Fonds mit eingekauft habe, kaufe ich mir die noch dazu. Also das ist halt was man wirklich einfach vorsichtig sein muss und was eine unglaubliche, hier natürlich gemiedertes Telefon, was ein einfach Aufwand erfordert. Ja? Und diesen Aufwand hast du nicht, wenn du rein im Aktienbereich bleibst. Ja? Wenn du also nur Einzeltitel kaufst, dann hast du ja kein wenn du jetzt nicht hingehst und kaufst nur Einzeltitel in der gleichen Branche, was natürlich jetzt wirklich schwachsinnig wäre, dann hast du da ja kein Klumpenrisiko, wenn du also jetzt hingehst und sagst, okay, ich hole mir jetzt aus aller Herren Länder jeweils 5 Aktien, ja, und aus jeweils einer Branche, keine Ahnung, von mir aus ein Finanztitel, oder 3 Produktionstitel, davon ist einer Energie, einer ist dieses, einer ist das. Also du kannst das durchaus strategisch aufsetzen, aber du hast nachher ein Titelaufkommen von, boah, keine Ahnung, Louis Vincent, ich denke mal so 50, 60 Titel werden das dann schon sein. Mindestens. Und das ist mein Knackpunkt dran. Es ist ein ja, wir haben, glaube ich, 24 Industrieländer, ne? Wenn du von den Industrieländern 5 Aktien jeweils. Also. Ja, ja, genau. Herzlichen Dank. Also das ist dann schon ein Wahnsinnsaufwand. Hm? Die Frage ist ja dann auch, weil Vincent ja vorher sagte, du hast halt keine Kosten, wenn du Einzeltitel hast. Aber natürlich ab einer gewissen Anzahl wird der Verwaltungsaufwand ja so hoch, dass wenn du genau diese Titel oder ungefähr über einen ETF abgebildet bekommst, dann würde ich auch den ETF bevorzugen, meine Arbeitszeit und meinen Aufwand minimieren und dann lieber die 0,3% vielleicht oder 4% Gebühr pro Jahr bezahlen, die dann der ETF kostet, anstatt mich selber dann um, sag ich mal, 120 Titel, die ich dann, Einzeltitel, die ich dann habe, zu kümmern. Ja. Also wenn man es strategisch machen will. Man kann natürlich auch einfach von der Ausrichtung her komplett anders dran gehen. Ja? Es gibt ganz viele Strategien und die können alle erfolgreich sein. Ich finde sie nur, ab irgendeinem gewissen Punkt finde ich sie nur unglaublich anstrengend. Was wären denn für dich überlegene Strategien, um in Einzeltitel zu investieren? Dani hat ja schon gesagt, wenn Einzeltitel, dann würde sie auf jeden Fall so einen value-orientierten Ansatz fahren, dass sie wirklich das Unternehmen analysiert. Ich würde eine Dividendenstrategie, finde ich total, total sinnig. Ja. Dividendenstrategie kann ja entgegengesetzt zum Beispiel auch zur Value-Investment-Strategie sein. Es gibt ja Unternehmen, die immer wieder Dividenden ausschütten, die aber nach dem Value-Ansatz so schlecht dastehen, dass man sie auf keinen Fall mit ins Depot nehmen sollte. Da muss man sich dann entscheiden, welchen dieser beiden Dividendenansätze man fährt. Für mich wäre es ethisch, ein reiner Dividendenansatz zu fahren. Ich wäre auch eher der Value-Dividendenansetzer. Ja? Aber jeder ist ja anders. Und um Himmels Willen, wenn einer sagt, du, das ist mir doch letztendlich vollkommen wurscht, wie das Unternehmen macht, hauptsächlich kommen ja Dividenden und hauptsächlich, dass es will. Vollkommen legitim. Wer sind wir, dass wir sagen, das ist falsch? Ja? Naja, also das ist ja quasi Kapital, was nachrangig befriedigt wird. Und wenn das Unternehmen schlecht dasteht und dann mir Dividenden zahlt, aber im übernächsten Jahr weg ist und mein Geld futsch ist, dann habe ich von der Dividende unter Umständen auch nicht so richtig viel. Wenn der das im Griff hat, Und hat die Account-Meldungen im Griff und hat das Unternehmen im Blick, wird der rechtzeitig verkaufen. Mhm. Das wollen ja alle dann rechtzeitig verkaufen. Ja, dann muss er halt besonders rechtzeitig sein, ne? Das ist risikobehaftet, das ist ja klar. Ja, aber das weiß ich doch, wenn ich so eine Strategie fahre. Ja, aber ich glaube, da sind wir genau an dem Punkt bei Einzeltiteln, was ich immer wieder beobachte, ist, dass einfach das Einzelwertrisiko
hemmungslos unterschätzt wird von Anlegern. Ja. Ja. Mhm. So, einfach die, also ist ja ähnlich wie zum Beispiel das Pleiterisiko von der Euronation ja vor 2010 ja auch völlig unterschätzt wurde. Kann sich ja auch heutzutage keiner vorstellen, dass Apple pleite geht, ja. Aber wenn man mal zurückgeht, ja, neulich habe ich noch Stirb langsam, den ersten Teil gesehen, ja. Und das spielt ja in einer japanischen Bank in den USA. Und dann fragt man sich ja, warum denn eine japanische Bank? Man muss sich eben vorstellen, Ende der 80er Jahre waren die größten Unternehmen der Welt japanische Banken, ja, die dann eben zusammengebrochen sind und heute marginalisiert sind. Da konnte sich auch keiner vorstellen, dass diese Ära endet. Im Gegenteil, da hatte der ganze Westen Angst vor der Übernahme durch Japan. Und das sind ja immer, und jede Fundamentalanalyse letztendlich und auch Zeitreihenanalyse, Dividendenreihen, Managementanalysen, das beruht alles auf dem Rückwärtsblick und ist nicht projizierbar, weil eben die Zeit nicht stabil ist. Ja? Also diese Zeitstabilitätshypothese gilt ja nicht. Und von daher kann ich natürlich immer nach hinten gucken, aber was nach vorne ist. Ich meine, so E.ON und RWE sind auch die besten Beispiele. Ja. Die laufen über Jahrzehnte hervorragend. Witwen- und Waisenpapiere, die vererbt worden sind. Und dann gibt es ein Erdbeben vor der japanischen Küste. Ja, und dann werden mal halt so ein, ich weiß gar nicht, ob es schon in den Billionenbereich ging, an Marktkapitalisierung, die dann weg war. Ja, und vor allem ja nicht nur Privatanleger, sondern viele Kommunen, weil RWE ist ja zum Beispiel ein großer Träger, die Kommunen. Ne? Also das sind natürlich solche Sachen. Und das ist das, was ich vorhin dann, so ein bisschen meinte. Wir haben immer ein Totalverlustrisiko. Immer, immer, immer. Und das muss einfach klar sein. Und dass ich die Wahrscheinlichkeit reduziere, indem ich halt eben möglichst viele Titel habe, ist einfach rein von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her. Ja? Ist es einfach eine Frage der Logik. Und das ist eigentlich alles, was gegen Aktien spricht, als alleiniges Investment. In meinen Augen. Ja, beziehungsweise dann wieder für ETFs oder Fonds, wo dann eben, revolvierende Wiederanlage ist, dass zwar Einzelpleiten verkraftet werden können, ja, und man im Prinzip an der Basis des jetzt 400 Jahre währenden Aufschwungs in der westlichen Welt partizipiert, aber eben nicht getroffen wird, wenn dann mal eine Einzelfirma futsch ist. Genau. Hier kam vorhin noch mal eine Frage rein, die so ein bisschen tiefer in das ETF-Imperium abtaucht. Und zwar geht es bei den ETFs um die Swap-Absicherung. Vielleicht mag jemand von euch dazu zuerst mal erklären, was ein physischer und was ein synthetischer ETF ist, bevor wir auf die Swap-Absicherung gehen, um das dann so ein bisschen auszuklabüstern, was ihr von einer Swap-Absicherung bei ETFs haltet. Wer hat Lust, das zu erklären? Vincent, du hast noch ganz wenig gesprochen und du musst abgelenkt werden. Vincent? Das war gemein, oder? Ja, ich wollte eigentlich noch, das, was Dani gesagt hat, fand ich eigentlich ganz gut. Also das passt jetzt nicht zu der Frage, aber dass nämlich ETFs für Einsteiger, für junge Leute oder kleines Geld erstmal eine super Anlagemöglichkeit sind, um da reinzukommen, das hat sie ja schon gesagt. Und da ist das auch, glaube ich, wirklich mit das Beste. Also bevor man da jetzt anfängt, Einzelaktien auszuwählen, auch, also vielleicht am Anfang ist man da auch noch gar nicht so richtig befähigt und so. Und da finde ich den Weg über ETFs an die Wertpapiere rangeführt zu werden und wie das alles funktioniert, finde ich super. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, wenn deren ETF-Sparplan einmal aufgesetzt ist und läuft, also das ist übrigens auch noch so ein Ding, da gibt es ja auch ganz verrückte Indizes, die dann da bespart werden oder so. Also da müsste man schon gucken, dass man was Vernünftiges macht dann gleich zu Beginn. Also was Marktbreites, ne, kennt man ja, also MSCI World oder ACWI, also All Country World Index, dann kann man da nicht so viel falsch machen, aber nicht irgendwelche so Wald- und Wiesen-Nischen-Indizes. So, aber was ich sagen wollte, wenn so ein großes Ding dann einmal läuft, haben viele das Problem, in Anführungsstrichen, das Luxusproblem, dass denen das zu langweilig ist. Also das ist wirklich ganz oft, kommen die Leute zu mir und sagen, ja hier, mein ETF läuft ja jetzt, was mache ich denn jetzt noch? Kann ich jetzt hier noch P2P machen und so weiter, ja, also damit da ein bisschen Action reinkommt. Und das ist also in Anführungsstrichen auch so ein kleines Problem,
Und dann wird das nämlich angefangen zu experimentieren. Aber das kann natürlich auch gut gehen. Und was Luis vorhin sagte, dass man dann eben auch bei einem Einzelaktiendepot, was größer wird, auch wieder Zeit aufwenden muss. Das ist dann wieder Typsache, ob die Leute da Bock drauf haben und das als Hobby oder gerne diese Zeit investieren oder als lästig empfinden. Und dann trennt sich da natürlich auch wieder die Menschheit, ob ich jetzt eher bei der passiven Anlage, bei ETFs bleibe oder ob ich eben auch Bock habe, da Aktienanalysen zu machen oder mich da näher mit zu beschäftigen. Also das sind auch so Punkte, wo die Leute denn links oder rechts abbiegen, ETFs machen oder eben auch Einzelaktien oder mein Weg zum Beispiel, oder ich glaube auch Luis, wir machen ja beides. Ja? Wir sind große Einzelaktionäre und haben aber trotzdem in einigen Bereichen ETFs laufen, wo das Sinn macht, entweder um eine bestimmte Nische abzubilden oder bei mir ist es tatsächlich auch so, dieses Grundrauschen an Vermögensaufbau läuft eben einfach über ETFs, ohne nachzudenken. Da geht jeden Monat eine feste Summe rein, da mache ich mir gar keine Gedanken. Das lasse ich einfach laufen als Grundinvestment und meinen Spaß hole ich mir dann in Anführungsstrichen eben noch über Einzelaktien, wo ich mir Gedanken mache über P2P-Investments, Optionshandel etc. Da kann ja dann jeder machen, wo er Lust zu hat und wie weit eben der Geldbeutel auch reicht. Und bei ganz vielen ist es dann halt einfach auch von der Finanzkraft limitiert und da reicht das vollkommen aus, wenn da ein, zwei vernünftige ETFs laufen und langfristiger Vermögensaufbau angestrebt wird über diesen Weg. Und wem da langweilig wird, da gibt es bestimmt dann auch Mittel und Wege, sich da anderweitig in der Finanzbranche noch auszutoben, aber das kann man dann ja auch ein bisschen auf kleinem Risiko halten. Oder Hauptsache, man hat wirklich seine langfristige Altersvorsorge oder Vermögensaufbau dann ja passiv laufen, wenn einem das besser liegt. Und ja, so, das war jetzt mein Plädoyer dazu. Swapper finde ich jetzt, also Swap-ETFs finde ich persönlich nicht schlecht, weil sie Grunde genommen eigentlich auch immer billiger sind und dieses Risiko, was da oft rein interpretiert wird oder was natürlich auch ein Stück weit gibt, das Emittentenrisiko ist nicht von der Hand zu weisen, aber das ist glaube ich auch auf maximal 10% begrenzt heutzutage. Und dadurch können die ETFs eben ein Stück billiger auch angeboten werden. Und dadurch, dass das alles abgesichert oder limitiert ist, was diesen Aktientausch und was da alles passiert angeht, finde ich das gar nicht so schlimm oder dass man die jetzt meiden muss. Wird ja oft gesagt, nee, ich will kein Swap-ETF und so weiter, aber das sehe ich anders. Ich nehme die auch gerne, weil die eben ein Stück billiger sind und ich das große Risiko dann nicht sehe. Wie seht ihr das? Mag jemand erstmal erklären, was ein physischer und was ein synthetischer ETF ist und was ein Swap ist? Wir haben ja hier so ein paar Geldlehrer quasi an Bord. Annette. Also ein physischer ETF ist ein Fonds, der wirklich eins zu eins die Aktie auch genauso kauft, wie sie im Index vertreten ist. Sprich, sind da 5 Adidas-Aktien drin, 4 Deutsche Bank-Aktien drin und 3, weiß ich nicht, RWE-Aktien drin, dann kauft der ETF 5 Deutsche Bank und so weiter. Also der kauft das unisono genauso nach. Das ist dann ein physischer ETF. Und da komme ich dann auch gerade zu den Kosten, die Vincent vorhin meinte. Natürlich kostet es mehr Geld hinzugehen und tatsächlich physisch Aktien zu kaufen, ja, als wenn ich nur einen Telefonhörer in die Hand nehme, das ist nämlich dann bei den synthetischen ETFs, als wenn ich nur entweder einen Telefonhörer in die Hand nehme und mit meiner Tochterbank oder mit einer befreundeten Bank, was jetzt halt eben die Banken sind, mit denen ich zusammenarbeite als Investmentfondsgesellschaft, und zu denen sage, naja, ihr habt die ja da liegen, ja, ich brauche die ja nicht selber kaufen, sondern ich weiß ja, dass ihr die habt und jetzt tauschen wir die Verpflichtungen. Dann tauscht also der eine die Verpflichtung mit dem anderen. Ein Swap ist tatsächlich unheimlich kompliziert. Ne? Es genügt für einen
wenn man keine Bankfachprüfung schreiben möchte, genügt es eigentlich zu wissen, dass die Verpflichtungen tauschen und dass die im Zweifelsfall füreinander gerade stehen. Aber es wird nicht physisch die Aktie von dem einen Depot, jetzt von der Tochterbank, in die Investmentgesellschaft, in das große Depot der Investmentgesellschaft gebucht, sondern dass die Aktien bleiben dort bei der Bank, die halt eben der andere Emittent ist. Und theoretisch dieses sonderliche Risiko, was halt hier mit ein Stück mehr wird, es könnte theoretisch ja sein, weil diese Aktien sind Eigenbesitz der anderen Bank. Jetzt könnte ja die andere Bank theoretisch pleite gehen. Und dann wäre dieser Eigenbesitz ja gefährdet. Das heißt, der Vertragspartner in die Investmentfondsgesellschaft, die hätte keinen Zugriff mehr auf diese Aktie. Wie gesagt, theoretisch ist das möglich. Praktisch ist es tatsächlich noch nicht vorgekommen. Ja, aber nur weil ETFs es noch nicht so lange gibt. Praktisch hatten wir letztens den Lehman-Fall, wo eben viele Zertifikate ausgefallen sind. Und das wäre dann im Zweifel bei einem Swap-Geschäft auch. Aber es sind ja Sicherheiten hinterlegt. Zu dem Punkt bist du noch nicht gekommen. Du hast ja deine eigenen Vermögenswerte. Du gehst ja nicht eine 100% Forderung, gehst du nicht ein. Ne? Du tauscht hier nur die Performance letztendlich von zwei verschiedenen Aktienkörben beispielsweise. Genau. Ich habe den DAX, Annette hat den Dow Jones und wir sagen, Mensch, lass uns tauschen, aber ohne jetzt kompliziert die Wertpapiere hin und her zu schieben. Und wenn jetzt meinetwegen der DAX gleich bleibt und der Dow Jones aber 10% zugelegt hat, dann tritt mir die Annette die 10% Zuwachs ab. Geld ab. Mhm. Geld ab, gleicht das eben Geld aus, genau. Genau, aber die Aktien selbst bewegen sich nicht. Ja. Wenn du aber jetzt pleite gehst, Louis, hat Annette ein Problem, aber für den Fall sind tatsächlich Sicherheiten hinterlegt. Auf einem extra Treuhänderkonto, worauf Louis als Bank keinen Zugriff hat. Wenn sie 10% überschreiten, ja. Genau, so die gesetzlichen Vorgaben. Oder, ob das dann im Ernstfall tatsächlich alles so wirkt und gezogen werden kann, das sehen wir dann, wenn es soweit mal ist. Also wenn das wirklich mal tatsächlich wirklich rauschen würde, ja, dann gebe ich tatsächlich darauf wenig. Ne? Weil dann, boah, ne? Also von daher, nein, Swaps, ich habe da auch kein Problem mit. Ja? Ich denke, der Anleger muss halt wissen, dass halt einfach eine Person mitspielt, die in dem physischen Fall nicht mitspielt, keine Person, also ein Unternehmen, noch ein weiterer Spieler mitspielt, die halt bei der physischen Geschichte nicht mitspielt und natürlich, wo einfach ein Koch mehr im Brei drin rührt, ja, könnte es theoretisch eher sein, dass der Brei nicht so gut schmeckt. So. Mhm. Dafür ist der Brei halt deutlich billiger. Mhm. Und da die ja, das sind ja trotzdem alles Meisterköche, so ist es ja nicht. Ja. Von dahin da würde ich mein Veto einlegen, dass Banken Meisterköche sind. Das erinnert mich jetzt auch an das Wettspiel zwischen Affen und Aktienmanager. Also es gab ja diese Fondsmanager, die gegen Affen angetreten sind, wer die bessere Performance erwirtschaftet. Und es waren verblüffenderweise nicht die Fondsmanager, sondern es waren die Affen. Ja. Na, so viel zu den Meisterköchen. Und Peter fragt gerade, sind das international gesetzliche Vorgaben oder europäische? Das sind diese sogenannten UCITS-Vorgaben. Vor-europäisch. Mhm. Also immer, wenn in einem Fonds UCITS, dieses UCITS steht. Aber vielleicht noch, um eine Frage zu beantworten, warum gibt es das überhaupt? Oder ein Vorteil vielleicht noch, den ich benennen möchte, ist, ich kann natürlich mit Swappern auch bestimmte Segmente abbilden, die ich mit Replizieren, also wenn ich die Titel einzeln kaufen müsste, nicht so zum Beispiel für europäische Kunden abbilden kann. Beispielsweise, weil das Steuerrecht die Rendite sehr beeinträchtigen würde, wenn ich direkt anlegen würde in bestimmten Segmenten. Oder, ja, zum Beispiel. Es gibt einige Anwendungsfälle, wo es wirklich auch nicht nur kostengünstiger, sondern erst effektiv möglich ist, über einen Swapper einen bestimmten Markt abzubilden, weil es einfach unwirtschaftlich wäre, das über einen Replizierer, also über die 1:1-Abbildung durchzuführen. Genau, also ich denke, das ist ein interessanter Punkt für die Anleger, einfach zu wissen, dass man mit einem Swapper mit völlig
anderen Vehikeln als das, was eigentlich oben drauf steht. Ja, hier MSCI World steht drauf, aber wenn das ein Swapper ist, dann kann da sonst was drin sein, was damit überhaupt gar nichts zu tun hat. Und man versucht einfach nur mit dem, was man da benutzt, eins zu eins diese Rendite des Index, der draufsteht, nachzubilden. Ne? Und das ist eben einfach das Ding. Und bei manchen Indizes, die da dann tausende verschiedene Firmen drin haben, ist es einfach mühselig, das eins zu eins nachzubilden, und deswegen greift man teilweise auf solche anderen Vehikel zurück und macht eben einfach nur die Performance eins zu eins. Und ja, das ist für manche eben abschreckend, dass nicht das drinne ist, nicht annähernd das drin ist, was draufsteht, aber im Prinzip geht es ja einfach nur darum, die, die Rendite, den Indexverlauf nachzubilden. Genau. Das ist Mentalitätssache, denke ich jetzt halt. Ja, dem einen ist es 0,01 wert, dass er sagt, nee, ich will keinen weiteren Mitkoch. Dem anderen ist es das halt eben nicht wert. Und von daher, ja. Und der Peter fragt auch noch, also würden die für den Anteil europäischer Titel in einem Weltfonds gelten, nicht aber für amerikanische oder Überseetitel? Die internationalen oder gesetzlichen Vorgaben, nehme ich an, meint er. Nee, diese Vorgaben, die wir eben genannt haben, die gelten eben nur für europäische ETFs. Zum Beispiel, ich glaube, in den USA gibt es gar keine Swapper. Da sind die gar nicht zugelassen, meines Wissens. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ihr dürft das nicht verwechseln jetzt. Also es geht nicht darum, oder der Kollege, der das geschrieben hat, der Peter, das geht nicht darum, was da drin ist in so einem Weltportfolio, sondern wo der eben aufgelegt ist. Wenn das UCITS da dran steht, dann ist das eben ein europäischer ETF, aber da können natürlich auch Überseeaktien. Jetzt habe ich die Frage verstanden. Ja, bitte. Und dann war hier gerade von der Claudia noch eine Frage. Soll ich mit Ende 50 noch in einen ETF investieren oder lieber in einen Aktienfonds? Was meint ihr denn dazu? Was sollen wir denn darauf antworten? Also in Aktienfonds meinst du aktiv gemanagte Fonds, schätze ich mal, ne? Das nehme ich mal schwer an. Ja, das ist die Standardantwort. Das kommt darauf an, wie du sonst aufgestellt bist, Claudia. Also da müsste man sich angucken, was du sonst an Vermögen hast, wie schon deine Rente aussehen würde, könnte ab 65, 67, was du an Rücklagen hast, welche Einkommenshöhe du hast. Also das sind so ganz spontan die ersten Dinge, die mir einfallen würden. Ja, wie deine gesamte Vermögensbilanz bisher aussieht und wie viel, ob du dann tatsächlich in 15 Jahren das Geld noch, Geld sofort brauchst oder ob das vielleicht wie alt war sie? 55? Also ob du es in 10 Jahren brauchst, das Geld, oder ob du es 15, 20 Jahre tatsächlich liegen lassen kannst, das ist auch noch so ein Punkt. Weil wenn sie es in 10 Jahren braucht, würde ich sagen, schwierig. Also würde ich es vielleicht ein bisschen aufteilen. Irgendwie. Würde ich es ja auf einen Schlag brauchen. Was war denn die Frage? Genau. Die Frage war doch, ob sie mit Ende 50 noch in einen oder in einen aktiv gemanagten Fonds gehen soll. Ja, wie gesagt, das lässt sich persönlich beantworten. Ich wieder nicht verstanden. War da die Frage ETF oder aktiver Fonds? Ja? War die Frage, oder nicht? So habe ich es zuerst verstanden. Aber dann doch, also wenn einfach nur das die Frage ist, dann doch ETF, weil es einfach wahrscheinlich günstiger ist. Es gibt bestimmt hier und da einen Fonds, der auch super ist, keine Frage. Aber jetzt grundsätzlich, wenn einfach nur die Frage im Raum steht, ob ich einen ETF oder einen aktiven Fonds bespare, dann wäre meine spontane Antwort, sicherlich ist der ETF etwas günstiger im Unterhalt und in der Anschaffung etc. Weil sie sich Gedanken gemacht hat, was das jetzt mit dem Alter zu tun hat, weiß ich nicht. Da hätte ich die Frage anders gestellt. Aber wenn einfach nur die Frage ist, Fonds oder ETF, wäre ich bei ETF. Ja. Wie gesagt, das ist ja ein Grundsatzinvestment. Und für Grundsatzinvestments gibt es heute keinen Grund mehr, einen gemanagten Fonds zu kaufen. Claudia, falls wir damit deine Frage schon beantwortet haben, freue ich mich, und wenn nicht, dann konkretisiere mal noch ein bisschen. Mhm. Und ansonsten an die anderen, ihr könnt auch sehr, sehr gerne den Chat nutzen. Wir haben ja noch eine Frage von ganz am Anfang. Da schreibt der Peter, was halten Sie von ETFs mit Absicherung? Swap-Absicherung. Das war abgeschnitten bei mir. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Okay. Ich dachte, der meinte jetzt so ETFs, die noch mit Sicherungsmechanismen arbeiten. Oder Fonds. Ja, genau.
weil ich glaube, da wäre die Antwort vermutlich auch relativ einhellig. Dann erzähl doch mal, also so ein bisschen ist es ja rausgekommen, dass Vincent und Louis auf jeden Fall auch breit gestreut, aber auch immer wieder mit Einzeltitel fahren. Was sind denn so eure persönlichen Präferenzen? Wie sehen eure Depots aus? Habt ihr vor allem Fonds? Habt ihr vor allem Einzeltitel? Wie sind die gewichtet? Ich weiß, das ist nicht zum Nachmachen, beziehungsweise Louis hat ja auch Musterdepots, die er seinen Kunden auch zeigt, wenn sie im Hochdividendenwertbereich losgehen. Ne? Aber bevor man das jetzt eins zu eins nachmacht, sollte man erst mal gucken, wie die individuelle Situation ist und vielleicht ein Gespräch mit den jeweiligen Experten mal suchen. Aber erzählt mal, wie sieht es denn bei euch aus im Depot? Also bei mir sind es noch nicht, also auch keine Musterdepots, sondern sind tatsächlich die Realdepots, also genau die Titel, die ich habe, ja, in einer, ich sag mal, abstrakten oder allgemeinen Gewichtung gehalten, damit das eben jetzt nicht einzelfallspezifisch ist, das müsste man dann eben klären. Aber es ist im Prinzip, ja, so wie alle anderen auch hier gesagt haben, also eine gewisse Basis decke ich eben mit ETFs ab. Gewisse Nischen, das ist ja bei mir letztendlich, orientiere ich mich da auch an der modernen Portfoliotheorie, also einer möglichst breiten weltweiten Streuung über verschiedene Instrumente, Regionen, Währungen. Bestimmte Bereiche auch über börsennotierte Fonds, die keine ETFs sind. Und bestimmte Segmente, wo ich eben keine passenden Produkte habe, beziehungsweise einen kleinen Anteil eben auch experimentell in Einzelwerten. Das ist so meine, sag mal, dreistufige Pyramide in dem Bereich. Bei mir ist es kürzer. Ich habe, ich bin nicht so breit in verschiedene Instrumente aufgestellt. Ich habe einige aktiv gemanagte Fonds noch, Klammer auf, Klammer zu. Und die größten Investments liegen aber tatsächlich in ETFs. Und dann habe ich noch eine Immobilie, aber vom reinen Portfolio. Dann noch ein bisschen Tagesgeld. Mit Anleihen tue ich mich im Moment schwer, aber ja, das ist so meine Streuung. Nicht viel Experiment. Ich habe noch ein paar Einzelaktien, also das, was Louis gerade gesagt hat, so ein bisschen zum Experimentieren, Ausprobieren und auch mal zum Fun-Faktor habe ich auch die eine oder andere Einzelaktie, aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, das ist mein Vermögensaufbau, sondern da geht es um andere Sachen. Und die aktiv gemanagten sind quasi Altlasten, die du jetzt heute nicht mehr in dein Depot holen würdest? Die bespare ich nicht mehr, die lasse ich jetzt stehen, beziehungsweise werden teilweise umgeschichtet. Ja, genau. In andere Instrumente. Hauptsächlich in ETFs, aber manche lasse ich auch einfach stehen, weil sie haben eine gute Performance. Und wenn sie, also es kommt dann auf die Kosten an, die wirklich fetten Brummer, die habe ich alle umgeschichtet. Also vom Kosten her. Annette und Vincent, ich fände es auch noch spannend, wie es bei euch aussieht. Und Peter hat danach noch gefragt, haben aus eurer Sicht Technologie-ETFs eine große Zukunft trotz starker Volatilität? Und was halten Sie von der Gazprom-Aktie? Also zuerst erzählt mal, wie es bei euch aussieht und dann feuerfrei für die Beantwortung der Frage von Peter. Also mein Einzelaktiendepot ist wesentlich größer als mein Fonds- und ETF-Depot, weil ich bin auch schon sehr lange dabei, über 20 Jahre. Früher gab es, zumindest in Deutschland, war es nicht sehr verbreitet, ETFs zu haben. Das ist ja erst in den letzten 10 Jahren en vogue oder hier auch eben aufgekommen mehr. Also von daher habe ich auch noch, wie Dani auch, ältere, ja, normale Fondsbestände, habe natürlich auch genau wie Sie dort, ja, die Underperformer und die Kostenfresser aussortiert. Aber es gibt tatsächlich auch gute aktiv gemanagte Fonds, sofern Preisen, wenn die Performance stimmt. Nichtsdestotrotz auch damals auch schon immer in Einzelaktien investiert und ist wesentlich größer. Also ich glaube, mein Fonds- und ETF-Anteil ist bei 20% im Gesamtaktienportfolio. Ansonsten ja auch alles Mögliche. Meine Leser wissen das. Immobilien, Kryptos, P2P, Crowdinvesting, da ist irgendwie alles dabei. Aber wenn wir jetzt nur die Aktien und Fonds angucken oder ETFs, dann ist ungefähr 20% vom Wertpapierdepots, ja, Fonds basiert.
Ansonsten Gazprom-Aktionär bin ich auch. Von daher ist ja auch in letzter Zeit super gelaufen, die Aktie. Ob das jetzt eine Einsteigeraktie ist, würde ich nicht behaupten. Aber mir gefällt sie. Und von daher möchte ich jetzt nicht zu viel zu sagen. Ich bin da auch kein super Aktienanalyst. Aber ja, mir gefällt die Aktie. Ich habe sie im Depot. Aber würde sie jetzt auch nicht unbedingt einen Einsteiger empfehlen. Technologiesektor, kann vielleicht jemand anders was zu sagen? Oder ja, nicht? Ja, mache ich dann. Meine Geschichte ist, also gut, klar, grundsätzlich ETFs, logisch, aber selbstverständlich habe ich ein nebenher laufendes Spekulationsdepot, was mir immer wieder Spaß macht, weil ich bin von meiner Struktur hier auch so jemand, dem es eigentlich dann am Ende des Tages so langweilig ist, nur in ETFs zu arbeiten. Aber wir reden hier von mir. Es gibt genauso gut in meinen Kunden, für die ist es ein Wahnsinnsabenteuer, halt nur mit ETFs zu arbeiten. Und die sind heilfroh, wenn sie dann da keine Schweißausbrüche kriegen. Ja? Mhm. Das ist halt wirklich auch eine Mentalitäts- und eine Risikotoleranz-Sache. Hm? Wie gesagt, mir ist es natürlich, wäre mir es zu langweilig. Bei mir ist es aber natürlich umgekehrt. Ich habe locker 80% ETFs und eher nur 20% Aktien. Und ich erlaube mir auch den Luxus im Aktienbereich tatsächlich mal willenlos zu spekulieren und mir eine Aktie zu kaufen, einfach nur weil sie mir gut gefällt. Das wäre dann auch der Grund, warum ich keine Gazprom-Aktie kaufe. Das würde mir nie einfallen, ja. Aber ich suche mir dann tatsächlich irgendwelche Underperformer raus, irgendwelche Neulinge, irgendein Thema, was ich gerne unterstützen möchte, solche Sachen. Das mache ich mit Einzeltiteln, ja. Also das, was ich in der, wir reden jetzt alle nur von mir persönlich, das ist nicht unbedingt das, was da drauf ist, ja. Aber was ich in diesen Einzelaktien, das ist wirklich dann, was ich in den ETFs so vernünftig und so ordentlich und so geplant und strukturiert und strategisch angehe, das ist wie Haushaltsbuch. Das zerstörst du wieder alles mit deinen Einzelinvestments, ja? Nicht, weil die Relation halt ganz gering ist und weil ich genau weiß, wenn ich da jetzt eine Aktie gegen die Wand fahre, dann fahre ich sie gegen die Wand, ja? Dann ist das halt so. Aber das würde mich nie in meiner Existenz oder in meinem Vermögensaufbau ernsthaft behelligen. Das ist also so richtig spiegelt für dich. Das ist jetzt nicht irgendwie fundamentale Unternehmensanalyse, sondern einfach das, was dir Spaß macht, was du witzig findest, da willst du mal gucken, wie sich das entwickelt. Genau. Also diese Unternehmensanalyse, zu Bankzeiten habe ich das ja gemacht, mit Einzeltiteln auch beraten. Nee, also das ist, wie gesagt, im ETF-Bereich gerne, aber das mag ich nicht mehr. Ich mag es auch für mich selbst nicht mehr. Das ist mir hast du nach unten, Annette, einen Stopp? Also, dass wenn es 20% gefallen ist, deine Einzelaktie, dann stößt du sie ab oder lässt es laufen? Nicht zwingend. Meistens lasse ich es laufen. Okay. Dann haben wir jetzt hier noch einige Fragen, die schmeiße ich nochmal schnell rein. Wir sind jetzt quasi eigentlich um 20 Uhr sozusagen am Ende, aber vielleicht können wir noch so 2-3 Fragen beantworten. Also ihr dürft gerne nochmal sagen, Technologie-ETFs und Gazprom, wie seht ihr die Wirecard-Aktie, das Auf und Ab, außerhalb des Themas? Was halten Sie von Bankinvestments, Aktienfonds versus dem Bitcoin-Hype? Und Claudia schrieb vorhin, die fragte, lieber aktiv gemanagter Fonds oder ETF, ich möchte gerne eine Rentenlücke schließen und ich habe neulich gelesen, dass es spezielle ETFs für Leute ab 60 gibt. Welche weiß ich leider nicht. Und darf ich noch fragen, was ihr von einer norwegischen Staatsanleihe haltet? Können wir das große Spektrum? So eine ganze Stunde brauchen wir dafür. Da kommst du, glaube ich, nicht mit hin. ich mache dann ganz kurz die Technologie-ETFs. Es stellt sich nicht die Frage, ob ich einen Technologie-ETF eine große Zukunft sehe, sondern es stellt sich die Frage, ob ich bei Technologie-Aktien eine große Zukunft sehe. Mhm. Weil es ist ganz wichtig, dass man das bitte versteht. Hier geht es um die Aktienunternehmen, die in diesen ETFs drinstecken. Der ETF ist nur der Mantel, das ist nur das Drumherum. Ja? Haben wir
muss man sich halt wirklich angucken, was ist das für eine Story, was für Aktienunternehmen sind da drin, wie ist meine persönliche Einstellung dazu, was habe ich mir angelesen, dazu, wie Technologie weiterhin funktioniert. Ja, ja, natürlich haben die eine große Zukunft, es kann ja fast nicht anders sein, aber man muss sich das bitte angucken, nach welchen Kriterien dieser Index diese Technologieunternehmen auswählt. Ja. Das ist ja öffentlich zugänglich und sich selber seine Meinung dazu bilden, ja, denke ich, dass das eine zukunftsträchtige Branche ist. Ich würde sagen, ja, aber nur. Ne? Mhm. Ja, genau. Mit Gazprom haben wir. Wirecard-Aktie muss man eben ein anderes machen. Furchtbares Thema. Ja, Wirecard. So auf und ab. Wirecard ist seit wie viel Wochen, Monaten, Jahren an der Börse? Seit diesem Jahr? Nee, ich glaub, letztes Jahr. Börse ist schon länger, aber im DAX meinst du? Ja, im DAX ist seit diesem Jahr, glaube ich, aber an der Börse vielleicht seit 2 Jahren. Also das heißt, es ist ein extrem junges Unternehmen, noch völlig ziemlich instabil, deswegen auch auf und ab. Also die haben ja auch mit ihren Bilanzen, weiß man auch noch nicht so richtig, was da jetzt so gelaufen ist oder auch nicht. Kann man, wie wir schon angesprochen haben, vielleicht in einem Spaßdepot haben, aber als aufbauendes Investment zum strategischen Vermögensaufbau würde ich das kritisch sehen, in der Tat. Bankinvestment versus Bitcoin-Hype ist für mich beides also Bankinvestments halte ich für extrem schwierig. Luis hat das vorhin schon angesprochen. Die Bankenlandschaft ist extrem, steht nicht auf stabilen Füßen. Und Bitcoin, ja, alles, was das Hype ist, kannst du sowieso vergessen als Vermögensaufbau. Und Bitcoin ist für mich Zockerei. Ist vielleicht eine Zukunft, aber nicht im Vermögensbereich. Das muss Spielgeld sein. Deshalb ist das für mich sind das beides keine Investments für Vermögensaufbau. Und darum geht es ja hier, denke ich mal, im Finanzamt. Hier muss man aber auch gucken, ob wir es richtig verstanden haben. Bankinvestments, in Klammern Aktienfonds. Also ob wir jetzt von Bankaktien etc. reden oder das, was man in der Bank verkauft, kriegt die Fonds und Aktien oder über die Bank. Das meinte er eher, ja. Das meinte er. Ja, also, ich habe jetzt tatsächlich Bankaktien interpretiert, da hast du recht, Vincent. Wenn es Investments, also dann ETF versus Bitcoin, dann ist, glaube ich, die Antwort liegt auf der Hand. Ja, ich finde ja Kryptowährungen grundsätzlich sehr interessant, aber ich glaube, das Thema sprengt uns jetzt hier die letzten verbleibenden Minuten völlig. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen drüber reden. Aber ich würde auch sagen, es ist auf jeden Fall ein Hochrisiko-Invest, vor allem wenn man sich nicht extrem gut auskennt. Und extrem gut auskennen heißt nicht nur ein White Paper, sondern auch ein Yellow Paper lesen können. Und dann hat man vielleicht eine Chance einzuschätzen, worum es da geht. Und selbst dann kann man ordentlich auf dem Bauch landen. Also es ist nur etwas, was man mit Geldern machen kann, aus meiner Sicht, die man absolut im Totalverlust verschmerzen kann. Ja, und deswegen von meiner Sicht auch nur Spielgeld. Es sind ja auch keine Währungen. Also das muss ich immer wieder sagen. Es sind ja keine Währungen. Also ich will das. Nein, es sind keine Währungen. Stimmt. Es ist Geld. Es ist digitales. Es sind digitale Zahlen. Es ist digitales Geld. Eventuell, wenn man damit bezahlen kann, es ist definitiv keine Währung. Weil Währungen sind anerkannte. Digitale Signaturen, danke. Es sind aber keine Währungen, weil Währungen sind international anerkannte Zahlungsmittel, gesetzlich verbrieft. Also deswegen sind das keine Währungen. Aber wenn du einen Punkt zum Auf und Ab, das ist ja auch so ein Punkt, tendenziell, denke ich mal, für die meisten empfiehlt es sich ein Stück weiter auch zu immunisieren und dieses Auf und Ab gar nicht zu verfolgen. Und ich zum Beispiel halte es ja auch so, ich ziehe eigentlich nur zweimal im Jahr Bilanz, einmal Jahresanfang, einmal Jahresmitte. Und was dazwischen ist, das bekomme ich meistens sogar gar nicht mit. Oder wenn dann nur durch einen Leser, der mir dann schreibt, ja, ob ich das und das gelesen hätte oder so. Und zum Beispiel im zweiten Halbjahr 2018, diesen kleinen Crash oder die Korrektur, der habe ich zum Beispiel auch, ist komplett an mir vorbeigegangen. Den habe ich gar nicht gemerkt. Ich glaube, wenn wir nicht hier unseren Finanztalk gehabt hätten, hätte ich davon gar nichts mitbekommen. Also, ich bitte nicht immer alles auf und ab verfolgen. Das
Wollt ihr noch etwas zum ETF für Leute ab 60 und zur norwegischen Staatsanleihe sagen? Oder? Ja. Leute ab 60 sind die gleichen Leute wie die ab 50 oder ab 40. Du halt älter. Ja, aber das hat Anlageprodukte kaufen, die auf sowas eben ausgelegt sind. Am Ende des Tages ist es dann vielleicht noch ein Garantiefonds. Also da bitte sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Wie gesagt, wenn irgendwas extra gestrickt wird für Leute ab einem gewissen Alter, dann ist da eine andere Intention hinten dran, eine weitere Intention hinten dran. Und dann verdient auch jemand anderes immer Geld mit. Ja. Und ansonsten, Geldanlage ist Geldanlage. Vollkommen egal, ob ich 30, 40, 50 oder 20 bin. Das ist vollkommen wurscht. Sich da bitte nicht ins Boxhorn jagen lassen. Gemanagte Fonds, es ist also vollkommen gar nicht notwendig, mit 60 einen gemanagten Fonds zu kaufen, wenn ich das nicht möchte. Ja? Selbstverständlich gibt es auch gemanagte Fonds, die durchaus schön sind, gar keine Frage. Aber wie ich vorhin schon mal gesagt habe, es gibt heute keinen Grund mehr, das Geld für grundsätzliche Fonds in gemanagter Form zu kaufen, weil sie einfach das Geld auszugeben, weil sie einfach zu teuer sind für Grundsatzinvestments. Ja, also da muss man einfach mal miteinander reden. Ja, aber es braucht kein spezielles Produkt für Leute ab 60. Nein. Und Vincent hat gerade auch noch mal eine Doku reingegeben über BlackRock. Mhm. BlackRock gibt die ganzen iShare-ETFs raus. Es gibt ja eine richtige ETF-Schwemme, die wirklich in den letzten Jahren kommt. Es gibt unglaublich viele Emittenten, die rausbringen. Und da schaue ich mir gleich auch mal an. Kenne ich auch noch nicht die Doku. Die ist stramm. Die Doku ist stramm. Die ist klasse. Mhm. Das ist halt was, diese ETF-Schwemme. Das ist was, wo ich heute eine Gefahr sehe. Ja? Es gibt mehr ETFs mittlerweile als Einzeltitel. Das ist natürlich kein Fonds insgesamt. Also ETFs und aktiv gemanagte Fonds. Genau. Das kann unmöglich Sinn der Sache sein. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Das wird sich auch in irgendeiner Form regulieren müssen. Weil das ist nicht wichtig. Die Doku, guckst du dir mal an. Du wirst ganz eng in der Magen gehen. Na, bin ich gespannt. Luis, willst du noch was zur norwegischen Staatsanleihe als letztes sagen, bevor wir schließen für heute? Na, unbedingt. Also wer liquide Mittel nicht in seiner Heimatwährung gleich Euro anlegen möchte, aber trotzdem irgendwo im Anleihenbereich ist, also ich sage mal so nach diesem Safe-Haven-Prinzip, dass er sagt, irgendwo einen gewissen Liquiditätsanteil möchte ich, aber nicht in Aktien, also nicht volatil, sondern möglichst sicher, aber in Fremdwährungen parken, ist sicherlich in Norwegen hervorragend bedient, neben eventuell Australien, Singapur, das sind ja so die Klassiker. Für Norwegen spricht da natürlich, dass eine norwegische Staatsanleihe quasi gedeckt durch den gigantischen Fonds ist, den größten Staatsfonds der Welt, der ja auch ETF-mäßig gemanagt wird, um das mal so zu sagen. Und von daher ist das sicherlich eine Option, dort Geld zu parken. Aber Achtung, das heißt natürlich nicht, dass jetzt der Wechselkurs dauerhaft stabil bleibt. Im Gegenteil, auch der wird schwanken. Es ist eine Rohstoffwährung, das heißt, auch hier wird es mit dem Ölpreis hin und her schwanken. Und je nach Phase werde ich auch mal 10-20% Verluste hinnehmen müssen. Wie gesagt, ist eine nach dem Safe-Haven-Prinzip ein Teil dort parken, der liquiden Mittel, die eben nicht schwankungsreich im Sinne von Aktien angelegt, sondern im Sinne von Anleihen angelegt, ist das sicherlich eine gute Alternative. Ihr Lieben, ihr seht, hier sind wirklich unfassbar viele, hier ist unfassbar viel professionelles Know-how versammelt. Ich kann euch als Zuschauer ganz, ganz herzlich ans Herz legen, die Blogs der hier anwesenden Finanzblogger wirklich zu abonnieren und mal reinzugucken. Unglaublich viel Wissen, ganz, ganz viele tolle Kompetenzen. Und möchte mich an der Stelle bei euch allen mal wieder bedanken. Wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, das
verzeiht ihr uns an diesem Abend, um die Fragen noch zu beantworten. Es war super, dass ihr alle mit dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr uns vielleicht auch mal schickt, was euch so richtig doll interessiert, damit wir das zum Thema in unserem Finanztalk machen können und genau darüber reden können, was euch unter den Nägeln brennt. Und ich gebe gerne auch noch mal eine Runde letzter abschließender Worte durch die Reihe durch. Und jetzt fangen wir mal hinten an beim lieben Vincent. Ich sage schon mal tschö, schön, dass ihr dabei wart und bis in 8 Wochen. Ja, vielen Dank. Das war, fand ich, eine ganz tolle Folge heute, auch mit viel Teilnahme, wie ich gesehen habe hier. Tolle Fragen auch von den Zuschauern. Hat mir sehr gefallen, hat mir ein bisschen Zerstreuung gebracht vor meiner Operation morgen. Ja, freue mich auch schon auf die Dezember-Ausgabe und es wäre echt toll, wenn ein bisschen Feedback kommt, ja, was ihr diskutiert haben wollt. Ich denke, dann treffen wir am besten euren Nerv, als wenn wir uns immer selber was ausdenken. Heute haben wir, glaube ich, das richtige Thema getroffen, wenn ich das hier so sehe. Gab es ja viele Fragen und viel Teilnahme. Von daher von meiner Seite Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Luis? Ja, wir haben jetzt viel über aktive Fonds, ETFs, Einzelaktien gesprochen. Bei all dem, bitte bedenken, diese Frage steht eigentlich relativ am Ende des Investitionsprozesses. Bitte immer daran denken, erst Ziele festlegen, erst sich mit dem Thema Risiko auseinanderzusetzen, erst mit dem Thema Strategie und dann kommt irgendwann die Frage, ja, wie setze ich das denn konkret um? Und nicht, bitte nicht das Pferd von hinten aufsatteln. Das geht meistens schief. Und ansonsten, ja, lieber Vincent, für morgen alles Gute, toi, toi, toi. Und melde dich, wenn du das Gröbste überstanden hast. Jo, danke. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, ehrlich gesagt würde ich das gerne von Luis so stehen lassen. Das ist ein absolut wichtiger Punkt, den er gesagt hat. Das Anlegen ist dann tatsächlich, steht dann am Ende quasi dieses Denkprozesses und dann geht das auf eine neue Stufe. Und aber es lohnt sich auf jeden Fall, diese Stufe zu erreichen und dann ja mit ETFs anzufangen und dann schauen und sich weiter einarbeiten ins Thema und diese gewisse Freude, die sich dabei entwickelt, tatsächlich nutzen, um den Horizont zu erweitern. Und Vincent, morgen, ich denke an dich. Das tun wir offensichtlich alle. Ja, morgen kriegst du so viel gute Energie, das wird mit Sicherheit eine ganz tolle Operation. Das wäre super. So ist das gesagt, genau. Ja, und ansonsten, stimmt, Luis hat eigentlich, ihr habt eigentlich alle schon alles gesagt. Es gibt also eigentlich dieses Aktie versus ETF. Eigentlich gibt es nicht wirklich, sondern man muss auf sich selber gucken. Und erst dann kann man entscheiden, was will ich denn? Und da gibt es kein Gegen. Es könnte auch ein Miteinander oder ein Nebeneinander. Es gibt alle, natürlich, Pippa ist auch da, alle Varianten. Ja, und nein, möchte ich jetzt gerne schließen. Eva, du hast das Schlusswort. Ich danke euch sehr herzlich von mir natürlich auch. Toi, 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 lieber Vincent, für morgen. Ich freue mich, wenn wir uns in 8 Wochen wieder alle gesund und munter hier sehen. Und wir freuen uns auf eure Themenvorschläge. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir können ja ein Weihnachtsspecial machen. Ja. Was für Aktien hält Santa Claus? We're gonna see. Coca-Cola. Alles klar, ihr Lieben. Bis in 8 Wochen. Tschüss.